Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Unser heutiges Thema ist genau das Richtige für alle, die es bequem mögen. Heute nähen wir mit euch eine Jogginghose, die sich lässig stylen lässt und das Zeug zum Lieblingsteil hat. Wir nähen unser Modell mit der Brother Innovis F400, die sich super für deine kreativen Nähprojekte einsetzen lässt. Beim Stoff haben wir uns für einen kuscheligen Sweatstoff von Hemmers E-Tex entschieden, der für ein bequemes Tragegefühl sorgt. Zusätzlich benötigst du ein 2 cm langes Gummiband, ein Band zum Einfädeln, farblich passendes Nähgarn, Schneiderkreide, Jerseynadeln, Zwillingsnadeln, ein Geodreieck, ein Maßband, Stecknadeln, eine Sicherheitsnadel, eine spitze Schere, eine Papierschere, eine Stoffschere, ein Kopierrädchen, Kopierpapier und ein Handmaß. Zuerst ermittelst du deine passende Burda-Style-Größe. Für die Jogginghose benötigst du deinen Taillen- und Hüftumfang. Wie du dich ausmisst, siehst du in unserem Video richtig Maß nehmen. Markiere nun deine Maße in der Größentabelle auf dem Schnittbogen. Wenn deine gemessenen Maße von der Größe in der Tabelle abweichen, kannst du dein Schnittmuster mithilfe unseres Videos Schnittanpassung am Papierschnitt abändern. Die Größen auf dem Schnittbogen haben verschiedene Linien. Markiere dir die Konturlinie deiner Größe mit einem farbigen Stift, das erleichtert dir das Ausschneiden. Dann kannst du die markierten Schnittteile ausschneiden. Als nächstes wird der Stoff zugeschnitten. Wie du die Schnittteile auf dem Stoff anordnest und feststeckst, siehst du auf dem Zuschneideplan auf dem Schnittbogen. Falte den Stoff längs zur Hälfte, die rechte schöne Seite liegt innen und die Webkanten liegen aufeinander. Zeichne nun 1,5 cm Naht- und Saumzugabe parallel zu den Papierschnittkanten auf den Stoff. Schneide die Teile an der Kreidelinie aus. Bevor du die Schnittteile vom Stoff entfernst, werden die Schnittkonturen und Saumlinien auf dem Stoff markiert. Dazu verwendest du am besten ein Kopierrädchen und das Burda-Style Kopierpapier. Eine detaillierte Anleitung findest du in der Verpackung des Kopierpapiers. Vergiss nicht, auch die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff zu übertragen. Die Umbruch- und Stepplinien am Bund kannst du mit Heftnähten markieren. Jetzt kann es losgehen mit Nähen. Lege zwei Taschenbeutel jeweils rechts auf die vorderen Hosenteile und stecke sie fest. Dabei treffen die Markierungen an Taschenbeutel und Hose aufeinander. Für Jersey- und Sweatstoffe verwendest du am besten eine Jersey-Nadel, deren runde Spitze den Stoff nicht beschädigt. An deiner Nähmaschine solltest du einen flachen Zickzack- oder Elastikstich einstellen. Dann bleiben deine Nähte dehnbar. Nähe die Taschenbeutel in 1,5 cm Abstand zur Kante auf die Hosenteile und sichere Nahtanfang und Ende durch Rückstiche. Die übrigen zwei Taschenbeutel nähst du genauso auf das rückwärtige Hosenteil. Als nächstes bügelst du die Taschenbeutel über die Ansatznaht zur Seite. Jetzt nähst du die Seitennähte. Lege das vordere Hosenteil rechts auf das rückwärtige Hosenteil und stecke die Seiten aufeinander. Beim Nähen wird die Taschenöffnung offen gelassen. Schließe die Seitennähte und versäubere die Nahtzugaben an den Kanten. Zum Versäubern verwenden wir die Overlock 4234D von Brother. Du kannst die Kanten aber auch mit einem Zickzack- oder Versäuberungsstich an deiner Nähmaschine versäubern. Bügle anschließend die Nahtzugaben auseinander. Lege nun die beiden Taschenbeutel aufeinander und stecke sie fest. Schließe die Naht entlang der Rundung am Taschenbeutel. Versäubere die Nahtzugaben zusammengefasst. Bügle dann die Taschenbeutel in die Vorderhose.
Stelle an deiner Nähmaschine eine Stichlänge von 4 mm ein und hefte die Taschenbeutel an der oberen Kante auf die Hose. Für die inneren Beinnähte faltest du das Hosenbein der Länge nach, sodass die rechten Seiten innen liegen. Stecke die inneren Kanten am Hosenbein aufeinander und achte auf die Markierungen. Beim Nähen wird das rückwärtige Hosenteil vom Schritt bis zur Markierung auf die Länge der Vorderhose gedehnt. Nähe die inneren Beinnähte aufeinander, dabei liegt das hintere Hosenteil oben. Versäubere die Nahtzugaben und bügle sie auseinander. Genauso nähst du auch das zweite Hosenbein. Anschließend werden beide Hosenbeine zusammengenäht. Dafür wendest du ein Hosenbein nach außen und schiebst es in das andere Hosenbein. Stecke die Kanten so aufeinander, dass die inneren Beinnähte aufeinandertreffen. Im Anschluss nähst du die Mittelnaht. Schneide die Nahtzugaben auf die Hälfte zurück und versäubere die Kanten zusammengefasst. Bügle dann die Nahtzugaben bis zum Beginn der Schrittrundung zu einer Seite. Als nächstes bereiten wir den Bund vor. Lege die kurzen Seiten am Bundteil rechts aufeinander und stecke sie fest. Nähe die Kanten nur bis zur gehefteten Umbruchlinie zusammen. Die andere Seite wird erst nach dem Einziehen des Gummibandes geschlossen. Bügle die Nahtzugaben dann auseinander. Für den Tunnelzug bringst du zwei Knopflöcher vorne am Bund an. Damit deine Knopflöcher nicht einreißen, solltest du vor dem Nähen kleine Stoffstücke zuschneiden, die von innen mitgefasst werden. Teste vorab das Knopfloch auf einem Stück des Originalstoffes. Die meisten Nähmaschinen haben Knopflochstiche. Du kannst sie alternativ aber auch mit einem Zickzackstich selbst nähen. Nähe die Knopflöcher nun an den Markierungen auf das Bundteil. Schneide innen die kleinen Stoffstücke bis dicht an die Naht zurück. Dann kannst du den Stoff innerhalb des Knopflochs schlitzförmig einschneiden. Jetzt wird der Bund an die Hose genäht. Stecke den Bund rechts auf die obere Kante, dabei trifft die Bundnaht auf die vordere Mitte. Nähe den Bund dann rundum fest. Bügle die Nahtzugaben in den Bund, die Zugaben an den offenen Bundkanten werden nach innen gebügelt. Falte jetzt den Bund an der Umbruchlinie nach innen und stecke die umgebügelte Kante von außen auf der Ansatznaht fest. Wende die Hose auf rechts und steppe den Bund von rechts genau in der Ansatznaht entlang. Dabei wird die innere Bundkante mitgefasst. Für den Gummizug steppst du den Bund zweimal von außen ab. Beginne an der vorderen Mitte und nähe jeweils rundum knapp neben den beiden Heftfäden entlang. Danach kannst du die Heftfäden entfernen. Schneide nun das Gummiband in zwei gleich lange Teile. Fädle die Gummibänder mit Hilfe der Sicherheitsnadel durch den oberen und unteren Tunnelzug ein und stecke die Enden aufeinander. Um zu prüfen, ob der Gummibund bequem sitzt, probierst du die Hose am besten an. Wenn die Bundweite passt, nähst du die Gummibandenden aufeinander.
Schließe die Öffnung innen am Bund mit einem Handstich, dem Matrizenstich. Fädle nun das Band mit der Sicherheitsnadel durch die Knopflöcher in den mittleren Tunnelzug und verknote die Bandenden. Jetzt fehlt nur noch der Saum. Bügle die Saumzugaben nach innen um. Dann steppst du den Saum von außen 1,2 cm breit mit der Zwillingsnadel ab. Und schon ist deine neue Jogginghose fertig. Ob du sie lieber sportlich, im Athleisure-Look oder clean mit Bluse fürs Büro trägst, mit diesem Teil bist du immer trendy und super bequem unterwegs. Wir bedanken uns bei unseren Partnern Brother, Hammers E-Tex und Feno und hoffen, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Nähen mit Burda.